Pfingstmusik in einer kleinen Dorfkirche im Anhaltischen. Die Mulde ist ein Nebenfluss der Elbe. Auf einer Insel des Flusses, südöstlich von Dessau, liegt Ragun, eine kleine Industriestadt heute, unscheinbar wie viele Städtchen in der DDR, aber mit alter Tradition, 1285 zum ersten Mal erwähnt. Mitten in der Stadt die evangelische Kirche, eingezwängt zwischen alten Häusern. Der Pfingstgottesdienst 1988 ist auch Konfirmationsgottesdienst. Konfirmandin wird zuerst getauft. Erwachsenentaufe ist durchaus üblich in der DDR. Kathleen Alschner, ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Jeder der Konfirmanden spricht ein eigenes Gelöbnis. Ich möchte gerne, dass mir Menschen im Glauben beistehen. Ich fürchte nämlich, dass ich an der Wahrheit vorbeilaufen könnte. Ich hoffe, dass ich immer mehr von Jesus erfasse und begreife. Dann gibt es auch, dass ihr auf Ablehnung stoßt mit eurem christlichen Glauben, mit der Art, ihn zu leben. Das gehört dazu, realistisch gesehen. Das müsst ihr aushalten, das müsst ihr nicht, ihr könnt es. Es ist der Geist Gottes, der euch stärkt, der euch tröstet. Es gibt aber auch das andere, dass ihr Erstaunen hervorruft, wenn ihr euch zu Christus, zur Gemeinde bekennt, dass ihr damit Achtung erwerbt. Und meine eigene ist es, je offener, desto besser. Jedes Wort ist wichtig, ist mit Bedacht gewählt. Es sind Gäste aus dem Westen da, nicht nur das Fernsehen, sondern auch aus der pfälzischen Partnerkirche. Fast die ganze Gemeinde nimmt am Abendmahl teil. Die Frau des Pfarrers hilft beim Austeilen, sie ist Pastorin. Frauen vor dem Altar oder auf der Kanzel sind ein normales Bild in den evangelischen Kirchen der DDR. Anhalt erließ 1958 das erste Pastorinnengesetz in ganz Deutschland. Nach dem Gottesdienst bleibt man noch ein wenig zusammen. Der Posaunenchor spielt, weil es Feiertag ist, und die Gemeinde heute um einige nun vollwertige Mitglieder gewachsen ist. Konfirmation ist ein Bekenntnis zur Kirche, kein Abschied von ihr. Was bedeutet für Sie die Konfirmation heute? Also Konfirmation, damit kann ich mich selber entscheiden, ob ich zur christlichen Gemeinde gehören kann und möchte. Damit entscheide ich mich dann, was ich bei der Taufe nicht konnte. Da war ich noch ziemlich klein, da konnte ich mich nicht selber entscheiden. Da habe ich meine Eltern taufen lassen. Das ist meine eigene Entscheidung. Und was ist der Unterschied gegenüber der Jugendweihe? Wann waren Sie bei der Jugendweihe? Vorige Woche, Sonnabend. Was ist der Unterschied? Also bei der Jugendweihe, da legen Gelöbnis ab, womit ich mich dem Sozialismus verspreche. Und hiermit verspreche ich mich Gott und der christlichen Gemeinde. Und das geht zusammen? Das geht zusammen, weil ich mich bei der Jugendweihe nicht gegen Gott ausspreche. Und bei der Konfirmation nicht gegen Sozialismus. Ich bin im Gemeindekirchenrat hier in Ragun. Was sind Sie im Zivilberuf? Im Gemeindekirchenrat bin ich zunächst jetzt im 7. Jahr tätig und vom Beruf bin ich Koch. Und qualifiziert habe ich mich von 1979 bis 1981 zum Küchenmeister und führe hier in Ragun in einem Betrieb die Funktion eines Abteilungsleiters der Arbeiterversorgung aus. Sie sind evangelischer Christ. Haben Sie dadurch irgendwelche Schwierigkeiten in Ihrem Beruf? Nein, ich habe keinerlei Schwierigkeiten und ich bin mit Herz und Seele evangelischer Christ. Im Bund der 8 evangelischen Kirchen in der DDR gilt die Landeskirche Anhalts als die kleinste und wohl auch als die unbekannteste. Ihr Gebiet entspricht dem des früheren Herzogtums Anhalt und besteht aus 5 Kirchenkreisen: Dessau, Köthen, Bernburg, Ballenstedt, Zerbst. Die Bartholomäikirche in Zerbst, zerstört Mitte April 1945 durch amerikanische Artillerie, wird nur zu einem Teil wieder aufgebaut. Auch in Anhalt sind die alten Kirchenbauten zu groß für die klein gewordenen Gemeinden.
Die Stiftskirche von Gernrode, über 1000 Jahre alte ottonische Architektur, dient heute der evangelischen wie der katholischen Gemeinde. Die Jakobskirche in Köthen, eine spätgotische Hallenkirche. Unter der Kirche die Gruft der Köthener Linie der weitverzweigten anhaltischen Fürsten und Herzöge aus dem Hause Askanien. In der Kirche die beste Orgel Anhalts. Ein Präludium von Johann Sebastian Bach. Bach war 6 Jahre lang Hofkapellmeister in Köthen. Der Kirchenpräsident residiert unter einem Bild des Fürsten Georg III. Von Anhalt-Dessau, Eberhard Nato. Welches ist die Theologie dieser Landeskirche? 1522 predigt Martin Luther zum ersten Mal in Zerbst. Und einer seiner engsten Freunde ist Georg III. Von Anhalt, den er dann kurz vor seinem Tode zum Bischof von Merseburg weiht. Im Reformationsjahrhundert sind wir lutherisch. Im darauffolgenden Jahrhundert fast ausschließlich reformiert. Und ab 1817 sind wir eine Unionskirche. Das sind wir bis heute. Und unsere Theologie ist evangelisch. Ein Abendmahlsgemälde von Lukas Cranach dem Jüngeren, entstanden 1565. Die Fürsten von Anhalt sind zu sehen. Die Reformatoren Luther und Melanchthon sitzen neben Jesus am Abendmahlstisch. Gibt es hier eine spezifische Theologie in der DDR, in Ihrer Landeskirche, eine spezifische DDR-Theologie? Das, glaube ich, muss man klar verneinen. Aber für alle Gliedkirchen des Bundes, der evangelischen Kirchen in der DDR, wie für uns gilt, dass wir uns als Erben des Kirchenkampfes verstehen, dass wir die Bekenntnistheologie der bekennenden Kirche als Grundlage unseres Kircheseins heute verstehen. 85 Pfarrer in 220 Kirchengemeinden und vielleicht 150.000 evangelische Christen gehören zu dieser Landeskirche. Es sind 20%, vielleicht ein paar mehr, von der Gesamtbevölkerung. Aber mit dieser Angabe mache ich deutlich, die Zeit der Volkskirche, wo wir 95 und mehr Prozent hatten der Gesamtbevölkerung, ist lange vorbei. Köthen ist, anders als Anhalts Hauptstadt Dessau, von Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg verschont geblieben. Im Westen wäre Köthen mit seinen wundervollen Bauten ein Touristenzentrum. In der DDR verbleicht seine Pracht fast unbesehen. Auch wenn sie keine Volkskirche mehr ist, hat die Kirche von Anhalt im Sozialismus sich gesellschaftliche Aufgaben bewahrt, zum Beispiel in der Diakonie. Singte Mahlzeit, guten Appetit. Das Heinrichshaus in Großpaschleben am Rande von Köthen. Ein Heim für geistig behinderte Männer, das einzige in ganz Anhalt. Im Umgang mit geistig Behinderten nimmt die evangelische Kirche in der DDR eine vorbildliche Rolle wahr. Das Heinrichshaus, ein ehemaliges Gehöft, geht zurück auf eine Stiftung der Witwe des Herzogs Heinrich von Anhalt-Köthen im Jahre 1853 als Knabenrettungsheim für schwer erziehbare Jugendliche. Jetzt sind 62 geistig behinderte Männer im Alter zwischen 23 und 65 Jahren hier untergebracht. Ein paar von ihnen arbeiten mit normalen Verträgen draußen in der Produktion. Die anderen, wenn sie wollen, in Haus und Garten. Ihr Schädigungsgrad ist so hoch, dass ein Zurücktherapieren in die offene Gesellschaft nicht möglich ist. Das sind Blumen. Ja. Wofür? Für Kinder, die machen sich einen Kranz. Woher war? Das Heinrichshaus ist ihr Heim. Für immer. Macht man. Guck mal, hier ist noch mehr. Du kannst ruhig rauftreten. Hoch. Du kannst ruhig noch ein Stück dichter drauf. In merkwürdiger DDR-Terminologie ist dies eine staatliche Reparaturannahmestelle. Im übertragenen Sinne ist die evangelische Kirche in der DDR auch eine Annahmestelle für Menschen, die Hilfe brauchen. Ihr gehören 100 Behindertenheime und 50 Krankenhäuser zum Beispiel. Dies ist das Diakonissenkrankenhaus in Dessau mit 125 Betten und 6 Ärzten, spezialisiert auf Unterleibschirurgie.
Die Pflegesätze für die Kranken zahlt der Staat. Spenden für die technische Einrichtung kommen aus der Bundesrepublik. Das Krankenhaus ist angeschlossen an die anhaltische Diakonissenanstalt. Das Mutterhaus für 33 Diakonissen und 15 diakonische Schwestern. Oberin ist Schwester Brigitte Dase. Unser Leben entspricht unserer Gesellschaftsordnung insofern, als wir sicherlich bescheidener leben, als es in anderen Bereichen der Diakonie ist. Aber das entspricht wiederum auch unserer Intention, dass es uns daran liegt, in unserem Dienst zu stehen für andere. Haben Sie Nachwuchssorgen? Ja, wir haben Nachwuchssorgen, aber umso mehr liegt uns daran, uns das Besondere der Mutterhausdiakonie weiterzugeben an unsere Mitarbeiter und Schülerinnen, nämlich, dass unser Dienst an den Elenden nur dann Diakonie ist, wenn wir ihn aus einer geistlichen Mitte heraus tun. Darum bemühen wir uns durch Brusttage, durch Bibelstunden, durch Gottesdienst und Andacht und Gebet, sowie im Unterricht, dies immer wieder deutlich zu machen. Das Feierabend, das Altersheim der Diakonissenanstalt Dessau. Manches im normalen Gemeindeleben läuft in der DDR ähnlich wie in der Bundesrepublik. In der Frauenarbeit etwa. Und doch haben auch hier Worte oft ein anderes Gewicht. In Bernburg eröffnet Pfarrer Dieterich Bungeroth einen Kaffee- und Kuchen-Nachmittag der Frauenhilfe. Die Losung des heutigen Tages ist vom Propheten Jesaja. Und sie lautet: Die Wirkung der Gerechtigkeit wird Friede sein und das Ergebnis der Gerechtigkeit Ruhe und Sicherheit für immer. Die Begriffe, die hier in diesem Bibelwort eine Rolle spielen, sind uns allen geläufig. Aus dem persönlichen Leben auch, aus dem, was man hört, was man liest, was man sieht. Gewiss ist uns auch geläufig, dass Gerechtigkeit, Friede, Ruhe und Sicherheit ein Prozess sind, in dem wir alle miteinander drinstehen. Und ein jeder für sich privat hat daran seinen Anteil. Wer nun sagt, das geht mich alles nichts an, das habe ich satt, noch zu hören, der muss sich fragen lassen, ob er den Propheten Jesaja, das Gotteswort, ernst nimmt. Kindergarten der Kreuzgemeinde in Dessau-Süd. In der ganzen DDR gibt es über 300 evangelische Kindertagesstätten. Die Zahl ist seit den 50er Jahren fast gleich geblieben. Der Staat beansprucht für sich das gesellschaftliche Erziehungsmonopol, vom Kindergarten bis zur Universität. Ausgenommen sind nur Bildungs- und Ausbildungseinrichtungen der Kirchen. Kirchliche Privatschulen gibt es nicht. Wohl aber Seminare und Hochschulen für kirchliche Berufe. Und eben Kindergärten, in denen die Kinder auch über Mittag bleiben können, wenn die Eltern arbeiten. Der Kindergarten der Kreuzgemeinde in Dessau-Süd geht zurück auf Planungen in der Weimarer Zeit. Er steht in einer ausgesprochenen Arbeitersiedlung, umgeben von Häusern, die gebaut worden sind nach Plänen von Walter Gropius und zum Teil für Arbeiter der Junkers Flugzeugwerke. Und er ist von besonderer Art. Er befindet sich eigentlich im Kirchenschiff der Kreuzgemeinde, dort, wo sonntags die Gottesdienste stattfinden. Kindergarten, Kirche, Gemeindehaus, alles ist derselbe Bau. Kreuzgemeindepfarrer Matthias Richter erzählt die Geschichte bis heute. Wir haben hier ein Gemeindehaus vor uns, das insofern ein echtes Gemeindehaus ist, als Kindergarten und Kirche unter einem Dach vereinigt sind. 1932 wurde das Haus gebaut als Kindergarten für die Arbeiter der Gropius-Siedlung, später noch für die Arbeiter der Junkers-Siedlung und des Reichsbahn-Ausbesserungswerkes. Diese Gemeinde ist entstanden durch diesen Kindergarten,
Die Bürger ringsherum, die hier wohnen, waren alle einmal Kindergarten, Kinder. Und insofern erfreut sich die Gemeinde eines regen Lebens und eines guten Gemeindeaufbaus und sehr viel Wohlwollens. Wir könnten viele Beispiele nennen von Leuten verschiedener Berufsgruppen, die einmal hier in diesem Haus gewesen sind. Und viele gehören heute noch aktiv zur Kreuzgemeinde dazu, worüber wir uns natürlich sehr freuen. Und dieses Haus dadurch seine Nutzung von früh bis Abend erfährt. Häuser der Gropius-Siedlung in Dessau-Süd. Sie sind erhalten geblieben, während über 80% der Stadt durch alliierte Bombenangriffe noch im März 1945 in Schutt und Asche sanken. Auch das Gebäude des Bauhauses selbst steht noch und wieder da in altem Glanz. Die berühmte Hochschule für Gestaltung von Walter Gropius und Ludwig Mies van der Rohe, durch die in den 20er Jahren der Baustil der ganzen Welt revolutioniert wurde. Hier wurde eine Architektur entwickelt, die zweckmäßig und einfach war und dadurch schön. Für die DDR gehört das Bauhaus zur antifaschistischen Tradition. Heute werden hier wieder Architekten, Stadtplaner und Produktgestalter ausgebildet für Forschung, Lehre und Praxis. Nichts mehr vorhanden ist in Dessau heute von der anderen weltbekannten Institution in dieser Stadt, von den Junkers Flugzeugwerken. Die waren zwar bei Kriegsende unzerstört, wurden aber demontiert und in die Sowjetunion verfrachtet. Geblieben ist die Erinnerung an Hugo Junkers als einen großen Luftfahrtpionier, der kein Nazi war und in dessen Werken die Kinder der Stadt eine hervorragende Fachausbildung bekamen. Ein alter Uferfilm zeigt es. Jeder kann kommen, für jeden machen wir die Türe auf. Christenlehre in Ragun. Im Schulwesen der DDR gibt es keinen Religionsunterricht. Die Erziehungs- und Bildungsarbeit der Kirche ist ausschließlich Sache der Kirchengemeinden. Sie geschieht in der Christenlehre für die 7- bis 12-Jährigen, im Konfirmandenunterricht und schließlich in der Jugendarbeit. Dies ist außerordentlich wichtig für die evangelische Kirche in der DDR. Pastorin Gisela Seifert erklärt den Kindern das Pfingstfest. Es kommen viele zusammen. Nicht? Wenn im Schrebergarten Wochenfest ist, kommen ganz viele zusammen. Oder wenn Jahrmarkt ist oder Rummel. Und so war es in Jerusalem auch. Ein großes Fest sollte gefeiert werden. Viele Leute waren da. Und die Jünger von Jesus, seine Freunde, waren auch da. Ja, und sie warteten immer. Wir haben doch ein Geschenk versprochen gekriegt. Wann kommt denn das? Wann kriegen wir denn das Geschenk? Wie wird denn das aussehen? Was soll das sein? Sie konnten sich nichts vorstellen, obwohl Jesus ihnen gesagt hatte, was es sein wird. Jesus hat gesagt, ihr werdet den Geist Gottes bekommen. Und der Geist Gottes, wenn ihr den bekommt, dann werdet ihr auf einmal ganz anders leben als vorher. Dann werdet ihr auf einmal gar keine Angst mehr haben. Was interessiert die Jugendlichen? Ich denke, wichtig ist ihnen ein Gemeinschaftserlebnis. Allerdings im Geiste Jesu, wenn ich es mal so sagen darf. Wir versuchen, nicht miteinander Inhalte kennenzulernen, sondern das Evangelium zu leben. Es ist also erlebnisorientiert, erlebnisorientierte Bibelarbeit zum Beispiel ein Stichwort. Es ist nicht selbstverständlich, dass die Jugendlichen ja zu uns kommen, in den Raum der Kirche. Man muss sich bewusst entscheiden, eine eigene Entscheidung treffen, sich selber mal auf den Weg machen. Und wir möchten gerne, dass auch so eine Konsumhaltung da keine Rolle spielt, sondern dass sie lernen, sich selbst einzubringen. Aus sich, aus ihren Problemen, aus ihren Erfahrungen, selbst etwas zu machen, das heißt miteinander ins Gespräch zu kommen. Das ist der sogenannte Hupfenspaten, den drückt man nur rein und bewegt ein bisschen, schon ist das Pflänzler fertig. Waldrüstzeit in Fläming. Wir machen das ungefähr auf einen Meter, drei Stück Pflanzen kommen dann. Pflanzen, Tiere, Menschen, Wasser, Erde, Luft, alles ist eine Einheit, ein System. Und man könnte sagen, was Bäumen geschehen kann und was ihnen angetan werden kann, kann vielleicht auch alsbald Menschen angetan werden. Die evangelische Kirche ist der größte private Waldbesitzer in der DDR. Sie ist nicht enteignet worden. Im anhaltischen Kirchenwald pflanzte die junge Gemeinde aus Anhalt und aus Thüringen an einem einzigen Wochenende 32.000 junge Kiefern. Wie kann den nächsten Generationen eine bewohnbare Erde überlassen, ein lebenswertes Leben ermöglicht werden?
Es ist vielleicht bloß ein Tropfen auf den heißen Stein, was wir hier machen, aber es sind kleine Ansätze. Und wenn jeder vielleicht was dazu tragen würde, würde es sicherlich mehr werden. Es ist für mich ein Stück christlicher Schöpfungsverantwortung und auch ein Stück konsiliarer Prozess. Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung. Wobei Bewahrung der Schöpfung ist hier eigentlich das Wichtigste. Aushang auf einer Jugendrüstzeit zum Ausfüllen durch die Teilnehmer. Was sollte die Kirche tun? Was halten Sie für wichtig? Auf Einhaltung der 10 Gebote achten, 4 Kreuze. Menschen in der dritten Welt helfen, 6 Kreuze. Für den Frieden in der Welt einsetzen, 29 Kreuze. Für die Überwindung des Atheismus kämpfen, kein Kreuz. Rüst, das heißt Freizeiten, vermitteln ein Gefühl von Gemeinschaft. Ich denke, dass die Mitte Jesus Christus ist und dass Jesus Christus Leben heißt. Und dort, wo Leben ist, ist Bewegung, muss was los sein und so auch hier. Und hier finde ich das ganz toll, hier habe ich Freunde, mir gefällt das. Rüstzeit in Altjesnitz bei Ragun. Besonders ausgeprägt ist in der jungen Gemeinde das Verlangen nach einer Zeit der vollen Lebensgemeinschaft, etwa an einem Wochenende. Hier kann alternatives Gemeinschaftsleben ausprobiert werden, in Gesprächen, Feiern, Spielen. Hier drüben ist Angabe, ja? Gut. Steht ihr alle richtig? Manfred! Selbst Jugendliche ohne kirchliche Bindung nehmen an solchen Freizeiten teil und erleben freien Umgang miteinander. Auch in Altjesnitz ging es um die Bewahrung der Schöpfung als wichtigen Teil evangelischer Friedensarbeit. Das Motto hieß: mobil ohne Auto. Interesse am Glauben kann geweckt werden beim Versuch, gemeinsames Leben zu praktizieren in evangelischem Geist. Und das könnte eine entscheidende Hilfe sein für die Jugendlichen in ihrer persönlichen Situation. Ich bin der Ansicht, dass das Christsein nicht teilbar ist, etwa in einen religiösen, in einen kirchlichen oder einen gesellschaftlichen Bereich. In Schule und Lehre, bei der Armee oder beim Studium stellen junge Leute dann oft fest, das ist nicht einfach. Es gibt viele gute Erfahrungen bei denen, die sich zu ihrem Christsein offen bekennen. Problemfälle können meistens geklärt werden. Ich habe viel Erwartung auf das Ergebnis der Sachgespräche zwischen Kirchenleitung und den entsprechenden Abteilungen der Regierung, gerade wo es um Armee- und Schulfragen geht. Hier ist es, glaube ich, im Blick auf den Einzelnen und wie er seine Situation als Christ vor Ort erlebt, wichtig, einige Dinge noch grundsätzlicher zu klären. Ich steige wieder auf das Fahrrad rum, das macht den Bäumen. Gottesdienst am Ende der Fahrradrüstzeit von Altjesnitz. Er wurde von der jungen Gemeinde selbst gestaltet. Mein Fahrrad, das ist kein Benzin. Der wichtigste Teil darin war ein Zwiegespräch zwischen Gott und einem das Vaterunser Betenden über die Bewahrung der Schöpfung. Kann ich jetzt weitermachen? Du hast mich nicht verstanden. Wenn du so weitermachst, wird mein Reich nie zu dir kommen. Eher geht alles mit dir zum Teufel. Die Bäche, die Blumen, die Bäume. Ja doch, ich hab dich schon verstanden. Ich will doch nur fragen, ob ich jetzt weitermachen kann mit dem Vaterunser. Ach so, meinetwegen. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und wie hast du dir das gedacht? Ja, du kannst doch nicht einfach zulassen, dass die alles kaputt machen. Na, was soll ich denn tun? Na, du müsstest mal wieder so richtig dazwischen funken. Hab ich auch schon dran gedacht. Aber ich hatte mich vertraglich gebunden, nie wieder Gewalt gegen Menschen und Natur anzuwenden. Ich zitiere mal aus dem Vertragsdokument, 1. Mose 9, Vers 9 bis 16. Ich schließe meinen Bund mit euch und euren Nachkommen und mit allen Tieren, die bei euch im Schiff waren und künftig auf der Erde leben werden. Ich verspreche euch, ich will das Leben nicht ein zweites Mal vernichten. Die Flut soll nicht noch einmal über die Erde hereinbrechen.
Diese Zusage bei euch und allen lebenden Wesen mache ich für alle Zeiten geltend. Als Zeichen dafür setze ich meinen Bogen in die Wolken. Ein wichtiger Dienst unserer Kirchen in der DDR ist, Brücken zu bauen, Verständigung zu erwecken und zu ermöglichen. Und ich wünsche mir, dass diese Sendung Menschen in der Bundesrepublik Deutschland Lust macht, sich Land und Leute, Christen und andere Verhältnisse hier in der DDR anzugucken. Dann hätte diese Sendung auch etwas zum Frieden, zum besseren Verstehen mit beigetragen. Brücken bauen, Verständigung erwecken und ermöglichen. Damit ist die Funktion und Position der kleinen evangelischen Landeskirche Anhalts im Sozialismus der DDR von heute ziemlich genau umschrieben. Fernab aller Zentren, auf die sich die Aufmerksamkeit öffentlich richtet, und ohne eigene theologische Ausbildungsstätten, an denen kritischer Geist sich unwillig äußert, ist dies eine Kirche des leisen, zurückhaltenden, aber doch präzisen Tonfalls, auch gegenüber den Mächtigen im eigenen Lande. Dies sind Bilder aus den berühmten Dessau-Wörlitzer Parkanlagen vom Ende des 18. Jahrhunderts. Ihr Bauherr Franz von Dessau gilt als Urbild eines aufgeklärten Fürsten. Er hat die Kirche mitgeprägt. Und so steht sie immer noch da, mitten in Wörlitz, aber nun Sozialismus.